Servus, hier ist der Peter und heute wollte ich eigentlich ein Video machen zu einem etwas historischen Thema. Ich zeige es euch hier mal ganz kurz, was das hier ist. Und wir sneaken auch mal ganz kurz in den Cover rein, aber das wird jetzt noch ein paar Tage dauern, vielleicht sogar ein, zwei Wochen, weil wer weiß, wie ich dazu komme. Weil wir das letzte Mal von dem Entführungsfall hatten, Blockhaus Steakhouse, da habe ich einen Kommentar bekommen. Ganz wichtig ist auch bei den Kommentaren, dass man immer ein bisschen beleidigen muss, dass man sagt, Peter, du erzählst Quatsch und du erzählst nicht die Wahrheit und schlecht recherchiert. Es geht darum, dass wohl die Frau Block in Deutschland das Erziehungsrecht hat oder vielleicht sogar das alleinige, aber in Dänemark hat der Ehemann das Erziehungsrecht. Und jetzt hat natürlich das Land Dänemark oder die Staatsanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl gegen die Frau Block erlassen. Ich glaube schon, dass ich mir Mühe gebe zu recherchieren und wenn es einer besser weiß, bin ich auch sehr dankbar, wenn man es drunter schreibt. Man muss einen jetzt nicht immer so krass persönlich angreifen. Und ich bin auch laienhaft der Meinung, dass man nicht einfach mit Gewalt Kinder entführen kann, auch wenn man in einem anderen Land ein Erziehungsrecht hat, weil wenn jetzt dann der Mann wieder kommt und die Kinder wieder in Hamburg entführt und auch Dänemark, weißt du, irgendwo hat es ja seine Grenze, deswegen meine ich, da wird noch was auf uns zukommen, da werden wir noch was sehen und das mit dem Haftbefehl ist ja auch nicht so ganz ohne, auch wenn die deutschen Behörden nicht reagieren, dann wird es sich zumindest mal schwer tun, außerhalb von Deutschland in ein anderes europäisches Land zu gehen, weil die Gefahr ist ja dann groß, dass die diesen Haftbefehl doch für ernst nehmen. Aber in diesem Entführungsvideo habe ich ja mal echte große, also nicht innerfamiliäre, sondern echte Entführungsfälle berichtet und da gab es auch diese Rensma-Entführung. Das ist jetzt heute ganz aktuell, denn der Thomas Drach hat sich jetzt wieder eine 15-jährige Verurteilung reingeholt mit Sicherheitsverwahrung. Sprich, wenn er jetzt nicht noch irgendwie ausbricht oder so, dann war es das. Oder zumindest kommt er dann erst frühestens nach 15 Jahren eher später, das heißt mit 78 aufwärts aus dem Gefängnis, da ist erstmal die Frage, überlebt man es und wenn man es überlebt, wie dynamisch ist man? Deswegen ist es heute unser Schwerpunkt und deswegen hieß auch das Video so praktisch so ein Leben fürs Verbrechen oder ein Leben auch hinter Gitter, weil in dem Fall ist ja, glaube ich, hat er die größte Zeit echt hinter Gitter verbracht. Und wir fangen jetzt mal an, ganz kurz nochmal in die Rensma-Geschichte einzusteigen. Dadurch ist er bekannt geworden, dann so ein bisschen eine Biografie und dann über die aktuellste Verurteilung von ihm, mal so das Leben eines deutschen Vollblutverbrechers. Also, er hat 1996 den Rensma-Erben, zwar von damals der Tabak-Dynastie, Jan Philipp Rensma hat er entführt. Die Geldübergabe hat offensichtlich wegen der Polizeipräsenz, was habe ich im letzten Video erzählt, mehrfach gescheitert. Und dadurch hat die Bande den Druck, aber auch das Lösegeld, das geforderte, erhöht. Sie wollten dann statt 20 Millionen 30 Millionen und sie haben auch gesagt, dass sie da auch ein Ohr von ihm zuschicken könnten oder einen Daumen oder halt irgendwas wegschneiden. Am Ende haben sie nichts weggeschnitten, aber sie haben die 30 Millionen bekommen und ich glaube, das war kein D-Mark, sondern es war D-Mark zahlbar in Schweizer Währung, was weiß ich. Dann haben sie die Hilfe eines evangelischen Pastors in Anspruch genommen. Da waren noch ein Soziologe und Sozialarbeiter dabei, blubla, und haben dann die Geldübergabe ohne Wissen der Polizei gemacht und die hat dann auch geklappt und nach 33 Tagen ist der Jan Philipp Rensma freigekommen, der in seiner Luxusversion der Entführung, so hat es Thomas Drach genannt, auch Bücher bestellen konnte und dadurch, dass es aber so, ich will jetzt exotische, aber handverlesene, seltene Bücher waren, die man in der Buchhandlung vorbestellen musste, hat man sich, glaube ich, leicht getan, den ein oder anderen Entführer festzunehmen und dann später den Thomas Drach, aber der hat sich da selber ein Bein gestellt, denn der ist geflohen, mit, glaube ich, nicht der ganzen Beute, aber mit einem Teil. Man weiß, glaube ich, heute noch nicht, wo das ganze Geld so ist. Über Frankreich nach Venezuela, nach Kuba, nach Uruguay und von Uruguay kannst du ja nach Argentinien mit der Fähre fahren. Das ist ja ganz nah beieinander. Und da hat ein ehemaligen Knastkollegen erstes Mal angerufen, wahrscheinlich von einer öffentlichen Telefonzelle in Buenos Aires, Argentinien, über 12 Millionen Einwohner und hat erzählt, dass er irgendwie beim Konzert sein wird von der bekanntesten Band der Welt. Da konnten die Zielfahnder, was ich übrigens als einer der wenigen sehr spannenden Jobs bei der Polizei sehe, die Zielfahnder, die das Telefon überwacht haben, konnten es dann schon so ein wenig eingrenzen, aber noch nicht so genau. Und dann hat tatsächlich der Thomas Drach nochmal etwas später wieder sein
Knastkollegen angerufen. Dann haben sie, glaube ich, darüber gesprochen mit dem Rolling Stones Konzert. Er wollte die irgendwie ins Boot holen, dass er das Geld rüber transferiert nach Argentinien. Aber das Blöde war, er hat jetzt von seinem Hotelzimmer aus von dem Apparat angerufen. Die Polizei hat es dann schnell festgestellt. Und am 28. März 1989, also 2 Kalenderjahre nach der Entführung, wurde um 1.30 Uhr früh morgens von der Spezialeinheit der argentinischen Polizei, wurde er im Hotelzimmer festgenommen. Die Argentinier wollten ihn aber, weil er einen falschen Pass dabei hatte, wegen Urkundenfälschung nochmal selber im Land behalten. Da saß er dann 2 Jahre, bis er ausgeliefert worden ist. Später vor Gericht hat er dann für die Entführungsgeschichte 14,5 Jahre bekommen, sprich fast das Maximum. Er wollte, dass aber diese 2 argentinischen Jahre 3:1 angerechnet wird. Solche Deals gibt es auch im russischen Knast oder sowas, dass wenn du irgendwo zu schlechten Bedingungen sitzen tust, dass es mehrfach einem deutschen Knast ja angerechnet wird. Ob das jetzt stattgegeben wurde oder so, weiß ich nicht. Irgendwann kam er da mal raus. Aber sein jüngerer Bruder wurde in Madrid verhaftet. Da war auch irgendwas mit Geldwäsche und er hat 6,5 Jahre bekommen. Und später hat aber der Drach an die Mama noch einen Brief geschrieben, dass praktisch der Bruder so von seinem Geld lebt, und hat er in den Brief eine Bedrohung reingeschrieben. Und da hat sich dann der Thomas Drach im Knast nochmal einen kleinen Nachschlag geholt. Also ihr seht schon, verzwickt die Geschichte. Aber diese Entführung hat ja auch erstmal geklappt. Mit Lösegeldübergabe. Er hat es praktisch gespannt, wo die Polizei dahinter war, und er ist erstmal außer Landes gekommen. Das mit dem Telefon aus dem Hotelzimmer war natürlich kein sehr schlauer Move, deswegen ist es auch gescheitert, aber so von den vielen Entführungen, die es gab, ist man einer der wenigen, wo es erstmal funktioniert hat, aber natürlich am Ende dann nicht. Wie ist er denn aufgewachsen? Der Thomas Drach ist aufgewachsen in Köln. Der Vater war Angestellter der Miele-Werke, die Mutter Sekretärin. Eigentlich ist da alles sehr unauffällig, aber er hat schon mit, glaube ich, 12 Jahren als Jugendlicher Autos geknackt, mit 18 seinen ersten Supermarkt überfallen. Dann hat er Bankraub gemacht mit seinem Bruder Lutz. Er hat, glaube ich, 7 Jahre bekommen und der Bruder 10 Jahre Gefängnis. Also hat richtig schöne Crime-Karriere angefangen, und später hat er in Köln und in Budapest, glaube ich, mit falschem Pass aus seiner kriminellen Karriere gefrönt, bis dann 1996 diese Remsmark-Geschichte kam, die ihn auch deutschlandweit sehr bekannt gemacht hat. Als er dann irgendwann mal aus Haft rausgekommen ist, war er wohl an mehreren Werttransport-Raubüberfällen von IKEA-Kaufhäusern beteiligt. Das muss wohl gewesen sein in Frankfurt und in Köln. Da ist praktisch der Werttransport, der das Geld abholt von den Leuten, die noch bar zahlen und nicht mit der Karte. Und da muss er bei mehreren Überfällen ca. 140.000 Euro erbeutet haben. 4 Überfälle sollen es gewesen sein. Er hat es bestritten. Und er ist gleich mit der Waffe auf die Sicherheitsbeamte losgegangen, hat diese auch verletzt. Deswegen wurde das vor Gericht als versuchter Mord so dargestellt. Erwiesen hat man dann, dass er an 3 Raubüberfällen teilgenommen hat, 2018 und 2019. Diese Geschichte wurde über 2 Jahre verhandelt mit 100 Verhandlungstagen. Und jetzt hat er praktisch bekommen die vollen 15 Jahre mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Das heißt, es ist ein Kandidat, bei dem sich eigentlich der einzigste Ausweg noch ein Ausbruch darstellen würde. Deswegen sind auch höchste Sicherheitsmaßnahmen. Er wurde ja mit dem Grenzschutz mal geflogen, und also er wird oft einmal dann zum Gerichtstermin eingeflogen statt gefahren. Und entweder hört man da jetzt nichts mehr, oder es kommt eben diese Ausbruchsnummer, oder ob er mit 78 und später, weil die Sicherheitsverwahrung muss er praktisch beantragen, muss begutachtet werden, ob man den dann doch tatsächlich noch entlassen kann, oder vielleicht bleibt er auch bis wirklich Lebensende. Aber im Knast wirst du wahrscheinlich auch nicht so ewig alt, oder hast mit 78 eben nicht die massige Energie, da noch irgendwelche schlimme Sachen zu machen. Deswegen meinte ich ein Leben fürs Verbrechen, aber auch ein Leben hinter Gitter. Ich denke, die Biografie war ja mal ganz interessant, und es passt ja super gut zu dem Thema Entführung. Und wir sehen uns bald wieder. Ich habe noch ein paar ganz heiße Themen auf der Pfanne. Deswegen sage ich wie alleweil, ade.